willkommen zu einem neuen Beitrag und damit zur 22. Ausgabe der rätselhaften Welt. 22 Mal Rätsel und Mythen und das Ganze scheint kein Ende zu nehmen. Es kommt immer wieder Neues hinzu. Meist passieren diese Dinge im Trockenen, also auf dem Land, aber es gibt auch einige Vorfälle, die passieren dann im oder unter Wasser, so wie der folgende Vorgang. Ich möchte es mal so ausdrücken, ich habe beschlossen, dass wenn ich in der nächsten Zeit einmal in den USA sein sollte, dass ich dann meine Badegewohnheiten komplett ändern werde. Ich gehe einfach nicht mehr ins Wasser. Und warum? Das ist sehr einfach erklärt. Diese ganze Geschichte fängt mit einer, ich sag mal, halben Portion an. Und zwar mit dieser halben Portion, einem, naja, ich sag mal fast halben Hai. Den hat man vor kurzem erst an einem Strand in den USA gefunden. Und die große Frage ist, was hat den Hai mit einem Bissen in zwei Hälften geteilt? Naja, werden einige sagen, das ist ja jetzt nicht so Besonderes, so ein halber Hai kommt bestimmt öfter einmal vor, aber das ist gar nicht so. Und es gibt eigentlich kein Lebewesen, was einen Hai mit einem Happen in zwei Hälften beißt, das schafft noch nicht mal ein Orca. Jedenfalls nicht so und die Bissspuren, die passen auch überhaupt gar nicht zu einem Orca. Und so haben dann die Wissenschaftler angefangen zu rätseln, was denn das gewesen sein könnte. Und es gab da so eine Idee. Es gibt da in der Gegend einen weißen Hai, der heißt Catherine und der ist fast 4 Meter lang. Und Catherine, die ist mit einem GPS-Tracker versehen. Und so kann man das Bewegungsprofil von Catherine sehr genau nachvollziehen. Hier mal ein Bild der Bewegungen, die in letzter Zeit von Catherine aufgezeichnet wurden. Und es gab die Spekulation, dass Catherine vielleicht diesen Hai in zwei Hälften gebissen haben könnte, aber daran bestehen erhebliche Zweifel. Nur, dass man sich bis jetzt nicht sicher ist, was diesen Hai da gespalten hat, das ist vielleicht erst einmal gar nicht so unheimlich, da wird man sicher schon hinterkommen. Wenn da nicht eine Sache vor einiger Zeit gewesen wäre, die dem Ganzen eine gewisse mystische Note verpasst. Denn Wissenschaftler, die haben aufgrund von gesammelten Daten die Vermutung, dass irgendetwas sich im Meer befindet, das wir nicht kennen und dass seine Opfer sowohl in der Tiefsee wie auch an der Wasseroberfläche suchen könnte. Folgendes ist nämlich passiert. In Australien, da haben Wissenschaftler einen 3 Meter großen weißen Hai mit einer Messsonde ausgestattet, der allerlei Daten liefert. Für das Tier, nicht merkbar, wurde das Ganze fest am Körper des Hais verankert. Und anfänglich klappte alles wie am Schnürchen, man konnte das Bewegungsprofil des Haies wunderbar nachvollziehen, alles war so, wie es sein sollte. Der Hai, der zeigte keinerlei Anzeichen von Stress oder irgendetwas, das darauf hinweisen würde, dass etwas nicht gestimmt hätte. Aber 3 Monate später, da wurde diese Sonde am Strand angespült und die Wissenschaftler fanden sie und haben damit begonnen, die Daten auszuwerten. Und da kam etwas zum Vorschein, womit sie nicht gerechnet hätten und was sie vor eine große Frage stellt. An einem Weihnachtstag 2016 gegen 4 Uhr morgens, da geschah etwas sehr Ungewöhnliches. Von einer Sekunde auf die andere, da schien der Hai 500 Meter abzutauchen. Und zwar in einer außergewöhnlich schnellen Geschwindigkeit. Gleichzeitig kam es dabei aber zu einem unerklärbaren Temperaturanstieg. Und zwar von 7,6 auf 25,8 Grad innerhalb von Sekunden. Was überhaupt nicht dazu passt, wenn man in die Tiefen des Meeres abtaucht, denn da wird es bekanntlicherweise kälter. Die Wissenschaftler, die am Smithsonian-Institut arbeiten, die haben das Ganze immer und immer wieder untersucht und es gibt für diesen Temperaturanstieg nur eine einzige Erklärung. Eine solche Temperatur in dieser Tiefe, die kann nur erreicht werden, wenn man sich innerhalb des Körpers eines anderen Tieres befindet. Allerdings haben die Wissenschaftler keine Erklärung dafür, was so einen großen weißen Hai fressen könnte. Die Sonde, die sendete allerdings noch einige Tage weiter und sie zeigte weiterhin die beständige Temperatur von um die 25 Grad an. Und dabei bewegte sich die Sonde zwischen der Oberfläche und einer Tiefe von 300 Metern hin und her.
Irgendwann muss diese Sonde dann einmal ausgeschieden worden sein und gelangte so an den Strand. In einer Dokumentation über diese Sache, die vom Smithsonian Institut selbst gedreht und veröffentlicht wurde, da machten die Wissenschaftler die Aussage, dass kein Zweifel daran besteht, dass der weiße Hai von einem Superpredator gefressen worden sein muss, also einem Lebewesen, das wir noch gar nicht kennen, den Jäger der Jäger sozusagen in der Unterwasserwelt. Das bedeutet also, dass in unseren Meeren noch irgendetwas existiert, das auf Raubzug geht, das wir nicht kennen und das so groß sein muss, dass es weiße Haie frisst. Kryptozoologen, die gehen schon lange davon aus, dass es zum Beispiel den Megalodon, also einen urzeitlichen Riesenhai, noch geben könnte und dass der vielleicht sogar für diesen Vorfall verantwortlich sein könnte. Wie dem auch sei, die Wissenschaftler in den USA, wo dieser halbe Hai gefunden wurde, die spielen mit dem Gedanken, dass so ein Superpredator nicht nur in den australischen Gewässern leben könnte. Eine sehr spannende Geschichte, wie ich finde, und die Frage ist, gibt es auf unserem Planeten Lebewesen, die wir noch nicht kennen? Und damit meine ich jetzt nicht irgendeine Fliegen- oder Ameisenart, sondern ein Tier, das so groß ist, dass es einen weißen Hai mal eben verschluckt. Diese Geschichte hier, die ist insofern kein richtiger Mythos, weil sie wahr ist. Man kann das in verschiedenen Online-Publikationen und auch auf wissenschaftlichen Seiten nachlesen, dass man da vor einem absoluten Rätsel seitens der Wissenschaftler steht, was das gewesen sein könnte. Aber die Frage, das ist eben der Mythos an der Sache. Gibt es vielleicht den Megalodon noch oder was denkt ihr, was könnte das gewesen sein? Ich jedenfalls würde im Moment, wenn ich in den USA oder in Australien Urlaub machen würde, erstmal keine Badehose mehr mit einpacken. Es gibt neue Gerüchte zu einem älteren Thema aus dem Vatikan, und zwar um den Chronovisor. Ja, das ist für mich ein Grund, diese Geschichte einmal zum Hauptthema dieser Ausgabe zu machen. Der Chronovisor. Das ist so eine Art Zeitreisemaschine, die sich angeblich im Besitz des Vatikans befinden soll. Aber keine Sorge, wir reden nicht von tatsächlichen Zeitreisen. Das Ganze verhält sich etwas anders. Und wie, das erkläre ich euch jetzt. Der Mann hier auf dem Bild, das ist Pellegrino Ernetti. Und der war ein Mönch und er galt darüber hinaus als Gelehrter und hatte ein hohes Ansehen. 1960, da trat Pellegrino Ernetti mit etwas an die Öffentlichkeit, das bei vielen Kopfschütteln, aber bei vielen auch extreme Neugier auslöste. Ernetti gab an, er habe einen Chronovisor entwickelt, also eine Art Zeitreisemaschine. Und dies habe er nicht alleine gemacht, sondern unter Zuhilfenahme von zahlreichen sehr bekannten Wissenschaftlern. Unter anderem wären daran Werner von Braun beteiligt gewesen und auch Enrico Fermi, den wir alle vom Manhattan Project her kennen. Ernetti hatte eine ganz besondere Theorie, zu der ich gleich noch kommen werde, aber mit dieser Theorie soll es ihm angeblich gelungen sein, 10 weitere namhafte Wissenschaftler für sein Projekt gewonnen zu haben, die in wechselnder Reihenfolge an seiner Zeitreisemaschine gearbeitet hätten. Und diese Arbeit, die soll erfolgreich beendet worden sein. Ernetti war der Meinung, dass Schall, Licht und Energie ständig auf Materie einwirken und dass man diese Informationen wieder abrufen könnte, sozusagen ein Bild der Vergangenheit sichtbar machen könnte. Diese Theorie, dass einmal geschehene Dinge Auswirkungen auf bestimmte Orte haben, die kennt man aus den verschiedensten Bereichen, zum Beispiel aus der Esoterik, aber auch aus der Geisterforschung. Ernetti soll dann an seiner Idee weitergeforscht haben und angeblich eine Grundlage für einen sogenannten Chronovisor entwickelt haben, also ein Gerät, das Menschen oder Vorgänge an bestimmten Orten aufgrund der vorhandenen Informationen in der Materie wieder sichtbar machen könnte. Die Wissenschaftler, die sollen von seiner Grundidee begeistert gewesen sein und nachdem sie dann ein paar Jahre an dieser Sache gearbeitet hatten, da soll er dann fertig gewesen sein, der Chronovisor. Und einmal freigesetzte Energie, die soll nicht verloren gehen und so soll es eine Art Verbindung zwischen aller jemals freigesetzter Energie geben.
und über diese Energien. Da sollte man dann angeblich bestimmte Orte zu bestimmten Zeiten sozusagen frei auswählen können und dann sichtbar machen können, was sich dort ereignet hat. Dieser Chronovisor, der soll im Innern eine äußerst komplizierte Technik gehabt haben und außen verschiedene Antennen, aber auch einen Monitor als Wiedergabemedium. Es soll angeblich ein Foto geben, das den Chronovisor zeigt. Das ist das Foto, das ihr hier sehen könnt. Und ob das Ganze nun wirklich ein Foto ist, das den Chronovisor zeigt, oder ob da irgendeine Apparatur abfotografiert wurde, um dann hinterher zu sagen, das ist der Chronovisor, das konnte ich nicht herausfinden. Mit der Suche über Google Image jedenfalls wird dieses Bild ständig als Bild vom Chronovisor angezeigt. Aber wie dem auch sei, natürlich will man irgendwann damit angefangen haben, diesen Chronovisor zu benutzen. Und anfänglich, da sollen die Bilder, die er lieferte, relativ bescheiden in ihrer Qualität gewesen sein. Mehr als verrauschte, in die Breite gezogene oder sonst mit irgendwelchen Störungen belegte Bilder hätte man da angeblich nicht empfangen können. Die Forschungen, die sollen dann weitergegangen sein und das Ganze soll angeblich immer weiter verbessert worden sein, bis es dann so weit kam, dass man erkennbare Bilder hätte mit diesem Gerät empfangen können. Welche Zeit und welches Leben würde wohl einen Mönch am meisten interessieren? Ich denke, da kann man sich relativ schnell die Antwort zurechtlegen, das dürfte wohl das Leben und die Person Jesus Christus sein. Und nach langer Suche da soll man dann angeblich auch auf Jesus Christus gestoßen sein und will einige Szenen seines Lebens eingefangen haben. Könnten dies hier wirklich Josef, Jesus und Maria sein? Der Aussage Ernettis nach, da ist das genau so der Fall. Und ist das hier vielleicht sogar eine Art Porträt von Jesus Christus? Ernetti behauptet auch das und im Jahre 1972, da ist er dann noch einmal richtig an die Öffentlichkeit gegangen und da gab es dann auch größere Zeitungsberichte über diese Sache. Nun ist aber dann Folgendes passiert. Ernetti habe sich entschlossen, diese Maschine doch abzubauen und im Vatikan einzulagern, weil er die Welt nicht für reif genug für so eine Maschine hielt, nicht für reif genug für den Blick in die Vergangenheit und den Blick auf das Antlitz Jesus Christus. Und so wäre der Chronovisor dann in den Geheimarchiven des Vatikans eingelagert worden. Ernetti gab an, dass er diesen Entschluss gefasst hätte, als er mit Hilfe des Chronovisors die Kreuzigung von Jesus Christus hätte sehen können. Diese Geschichte ist an sich ja schon schwer zu glauben, aber dann sind dann noch ein paar Dinge passiert, die dem Ganzen letztendlich dann den Stempel der Unglaubwürdigkeit aufgedrückt haben. Um die Existenz seines Chronovisors beweisen zu können, da hat er angeblich eine Fotografie von der Kreuzigung Jesus Christus gemacht. Und diese Fotografie, die hat er dann veröffentlicht. Wie sich viel später herausstellte, da war diese Fotografie einfach nur das gespiegelte Gemälde eines Künstlers. Das gab dieser Geschichte dann erst einmal den Rest. Ernetti, der hat jedoch auf seinem Sterbebett noch auf die Bibel und auf Jesus Christus geschworen, dass es den Chronovisor wirklich gibt und dass er im Vatikan versteckt liegt. Nach seinem Tod, da hat sich dann ein Verwandter von Ernetti zu Wort gemeldet und der hat gesagt, dass diese ganze Geschichte einfach nur erfunden worden wäre von Ernetti und dass es den Chronovisor nie gegeben hätte. In diesem Zusammenhang muss man aber jetzt auf eine weitere Person zu sprechen kommen und zwar Pater François Brune. Der Pater, der war nämlich während dieser ganzen Entwicklung und der ganzen Geschichte des Chronovisors an der Seite von Ernetti. Und dieser Pater, der sagt aus, dass eine riesen Vertuschungskampagne gegen Ernetti und seinen Chronovisor läuft. Dass zum Beispiel dieses Bild, was angeblich von der Kreuzigung stammen sollte, in Wirklichkeit gar keine Spiegelung war, sondern ein echtes mit dem Chronovisor aufgenommenes Bild von der Kreuzigung Jesus Christus. Und ebenso sei die Aussage des Verwandten von Ernetti durch Bezahlung zustande gekommen. Dieser Pater, der hat sozusagen einen heiligen Eid darauf geschworen, dass dieser Chronovisor existiert und dass er im Vatikan versteckt ist und der Vatikan unbedingt verhindern möchte, dass die Existenz, die tatsächliche Existenz des Chronovisors bekannt würde. Er hat
ein Buch über dieses Thema geschrieben und darin erzählt er die Grundidee Ernettis und wie der Chronovisor dann gebaut wurde, aber er erzählt auch über die angebliche Vertuschungsaktion, die im Gange war, um der Welt den Chronovisor vorzuenthalten. Es gibt ein Gerücht und dieses Gerücht besagt, dass es einen Hack bei der CIA gegeben hat, also dass Hacker in ein CIA-System eingedrungen sind und dort neben normalen CIA-Akten eben auch Hinweise auf die Existenz des Chronovisors gefunden hätten. Das ist ja vor einiger Zeit so in der Aufklärerszene, sage ich einmal, rundgegangen. Aber auch einige Pressemedien brachten da Berichte drüber. Die Artikel, die sind alle so rund um den 17.03. erschienen, also heute ist der 21. Das ist noch gar nicht so lange her, wie ihr seht. Vielleicht mal ganz kurz etwas zu diesen verschwommenen Bereichen im Bild, weil ich da des Öfteren nachgefragt wurde. Es ist so, dass ich Zeitungsartikel im Rahmen des Zitaterechts zeigen darf, aber Werbung eben nicht einfach so. Da muss ich das Einverständnis des Werbetreibenden holen und der muss damit einverstanden sein, dass seine Werbung in einem Bericht von mir auftaucht. Habe ich dieses Einverständnis nicht, dann kann das extrem teuer werden, wenn der sagt, dein Bericht ist für mein Produkt geschäftsschädigend. Und das ist ja schon der Fall, wenn der Werbetreibende sagt, ich möchte nicht, dass mein Produkt im Zusammenhang mit solchen Themen wie Mystery steht. Deshalb muss ich das immer so ein bisschen unkenntlich machen, das sieht zwar doof aus, aber ich komme leider nicht drum herum. Aber mal zurück zum Thema, angeblich war es ein australischer Hacker, der in die CIA-Netzwerke eingedrungen ist. Und da soll er eben neben vielen anderen Informationen des CIAs eben auch Informationen darüber gefunden haben, dass das CIA mit dem Vatikan zusammen bei der Verwendung des Chronovisors arbeitet. Wo er das Ganze nun veröffentlicht hat, da bin ich noch nicht so ganz hintergestiegen, denn das ist etwas verworren. Angeblich ist das Ganze aber über WikiLeaks gelaufen. Und verschiedene Zeitungen haben eben auch darüber berichtet und das befeuert natürlich das Gerücht über einen tatsächlich existierenden Chronovisor aufs Neue. Ein für viele ebenfalls interessantes Gerücht, das ist folgendes. Ernetti, das war ein Mönch und ein Mönch, ihr wisst, in der Kirchenhierarchie, da stehen die ganz unten. Und trotzdem soll Ernetti, so wie man hier sehen kann, nicht nur eine Audienz beim Papst erhalten haben, sondern es soll mehrere Treffen mit dem damaligen Papst gegeben haben. Ein einfacher Mönch. Ob diese ganzen Treffen mit Ausnahme dieses einen Treffens wirklich stattgefunden haben, dafür gibt es keine Belege und wenn es sie gegeben hat, weiß man auch nicht, worum es bei diesen Treffen gegangen sein könnte. Aber eben nicht nur das. Es gibt in Rom einen Professor namens Luigi Borello und der ist auch für den Vatikan tätig, er ist so ein dem Vatikan zugetaner Professor. Und er berät auch die wissenschaftlichen Arbeiten des Vatikans, die haben ja auch eine eigene wissenschaftliche Abteilung dort. Zurzeit sollen im Vatikan auf Anordnung des jetzigen Papstes zwei Gruppen arbeiten, die sich damit beschäftigen, ob es den Chronovisor wirklich gegeben hat. Und wenn, wo er zu finden ist und wie er funktioniert. Und diese beiden Gruppen, die werden von Luigi Borello geleitet. Ich finde das Ganze insofern interessant, dass solche Informationen immer plötzlich zusammenkommen. Also da ist ein australischer Hacker und der hat angeblich beim CIA Unterlagen gefunden, die darauf hinweisen, dass der CIA mit dem Vatikan zusammenarbeitet, was die Erforschung oder die Verwendung des Chronovisors angeht. Und gleichzeitig erfährt man dann, dass zwei Gruppen im Vatikan nach dem Chronovisor suchen sollen und ob er überhaupt existiert. Bis jetzt hat man davon nichts gehört, das taucht dann so plötzlich zusammen auf. Aber gut, jetzt kennt ihr, falls ihr sie noch nicht kanntet bisher, die Geschichte und das, was es Neues gibt dazu. Und jetzt würde mich interessieren, wie ihr zu dieser Geschichte steht. Haltet ihr das wirklich für möglich, dass irgendjemand eine außergewöhnliche Art und Weise gefunden hat, wie man sozusagen in der Zeit reisen kann, ohne wirklich selbst auf die Reise zu gehen? Und klingt die Art und Weise, wie das funktionieren soll, für euch logisch? Oder würdet ihr sagen, diese ganze Geschichte ist mal wieder ein reines Hirngespinst? Oder habt ihr noch eine ganz andere Meinung dazu? Ich würde mich freuen, wenn ihr dazu etwas schreibt. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Ich kann nicht jeden Kommentar beantworten, aber mit Hilfe des Programms YouTube Studio, wisst ihr ja, bekomme ich jeden Kommentar, der eingeht, auf meinem Handy angezeigt, sodass ich ihn auch lesen kann.
Ja, diesmal waren es nur zwei Geschichten, dafür war die zweite dann etwas länger, das Hauptthema. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen und wenn ja, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da, dann freue ich mich und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Video wieder und bis dahin, alles Gute für euch.